Ich habe 2 Tage bevor die Ausstellung fertig war, von der Liesl Spierer eine Abschiedsnummer bekommen. 7 Jahre Young Austria, ist erschienen Ende August 1946. Young Austria ist im Jänner 47 geschossen. Und da habe ich einen Artikel gefunden, zwar falsch geschrieben, Otto Tausig mit 2 S, das haben sie halt seinen Leserbrief falsch abgedruckt, aber der Inhalt ist recht witzig und den möchte ich euch vorlesen. Also er ist einer der ersten zurückgekehrt und war dann auch FEG-Mitglied. Wien von Westbahnhof gesehen. Liebe Freunde aus der Spielgruppe, es freut mich sehr, dass die Gruppe nun den Namen Jurasoi vertragen darf. Franz Breminger hat mir erzählt, dass die Aufführung Weltuntergang ein großer Erfolg war. Ich möchte euch allen herzlich dazu gratulieren. Jurasoi ist hier leider vollkommen unbekannt. Im Herbst wird aber der bekannte Schauspieler Barilla Jurasoi Vorlesungen halten. Vinetta und der Lechner Edel werden in der Darknet-Bibliothek erscheinen und im Frühling kommen Jüras Werke im Globus Verlag heraus. Nun zur Heimat. Was gefällt mir in Wien? Erstens, dass auf der Straße Bäume stehen. Zweitens, dass manche Häuser grau sind und manche braun. Eines groß ist und das andere klein. Und dass sie nicht alle aussehen, als kämen sie aus einer riesigen Wurstmaschine. Sogar ein Besoffener kann sein Haus finden. Drittens, dass man alle 10 Minuten zu einem Park kommt. Viertens, dass es im Winter kalt ist und im Sommer heiß. Fünftens, dass man nicht jeden Sonntag ins gleiche Kino geht, sondern dass jedes Kino etwas anderes spielt und man sich aussuchen kann, was einem gefällt. Sechstens, dass jedes Theater ein Repertoire von mehreren Stücken hat, sodass zur selben Zeit vielleicht 30 Stücke laufen. Man muss also nicht schon 6 Wochen vorher die Karten nehmen, um in eins zu kommen. Ich habe hier schon mehr Theaterstücke in der letzten Zeit gesehen, als in den vorhergehenden 7 Jahren. Siebtens, dass die Wiener Geschmack haben. Alles, was man in den Geschäften frei zu kaufen bekommt. Papier, Mundwasser, Brillantine, Rasierapparate, unwahrscheinliche Quantitäten von Speisesoda und kunstgewerblichen Artikeln. Macht einen geschmackvollen Eindruck, besonders die Kunstsachen. Was mir nicht in Wien gefällt, ist unter anderem erstens, dass das Gas prinzipiell zu Zeiten brennt, wo ein anständiger FEG-Funktionär nicht zu Hause ist. Zweitens, dass man zum Niesen bei 23 Ämtern 6 Wochen im Voraus eine Nieserlaubnis, einen Taschentuchsbezugsschein, eine Ausreisebewilligung für die Bazillen holen muss und man selbstverständlich Mitglied der behördlich konzessionierten Niesverbandes sein muss. Drittens, dass in meiner Wohnung die Leute sitzen, die die Nazis hineingesetzt haben und ich nur mit Mühe eine Wohnung kriegen konnte. Viertens, dass der kleine Mann sein ganzes Hab und Gut im Schleichhandel gegen Essen austauschen muss. Fünftens, dass die Leute noch immer auf die Russen schimpfen, obwohl diese Brücken aufbauen, am meisten Essen hergeben etc. Aus all dem könnt ihr sehen, dass es im Großen und Ganzen nicht so ist, wie man es sich in England vorstellt. Es ärgern einen zwar die kleinen Unannehmlichkeiten, wie die mit dem Gas, aber man ist trotzdem kein Mörderer, der trotz Hunger und Kälte mit der brennenden Fackel der Demokratie in der Hand sich einen Weg durch den Urwald bahnt. Eine persönliche Bitte hätte ich noch. Könnt ihr mir endlich meine Uhr schicken, da ich ohne diese ein Dasein wie in Veneta führe und zu allen Sitzungen zu spät komme, besonders zu denen, die um 7 Uhr früh angesetzt sind. Schönen guten Abend, jetzt kommt die dritte Begrüßung. Ich darf Sie sehr herzlich im Namen des Ersten Wiener Lesetheaters bei dieser heutigen Veranstaltung begrüßen.
Wir werden auch die nächste Veranstaltung am 23. April bestreiten. Heute ist das Thema Künstlerinnen im Exil, wobei einige von diesen Künstlerinnen im Exil noch keine Künstlerinnen waren oder Künstler, sondern erst einige vielleicht erst in der Pension dazu wurden, aber immerhin gelten sie als Künstlerinnen. Bei der nächsten Lesung am 23. April ist dann der Schwerpunkt Österreicher und Österreicherinnen in der britischen Armee und die als Krankenschwestern und Kindergärtnerinnen im Exil gearbeitet haben. Von der letzten Veranstaltung hat die Sonja ja schon gesprochen, am 15. Mai, wo dann Erwin Steinhauer und Robert Schindl und Eva Dittee vom Lesetheater lesen wird, die hast du vergessen. Und da geht es dann so um Promis, also Tausig und ähnliche prominente Menschen. Bevor ich vergesse, möchte ich ganz herzlich der Sonja zum Geburtstag gratulieren, die hat nämlich heute Geburtstag. Nun noch einige technische Hinweise. Draußen auf dem Tisch liegen Lesetheater, Lesezeichen, das ist unser monatliches Programm, es liegt März und April draußen. Wenn Sie dieses zugeschickt bekommen möchten, liegt hier auf dem Tisch eine Liste, wo Sie Ihre Adresse eintragen können. Dann bekommen Sie das monatlich